hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die Februar 2022 Energien. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 29. Januar 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir freuen uns sehr, euch diese Übertragung über die bevorstehende Übertragung von Energien im Februar anzubieten. Bei den Februarenergien geht es darum, euch in Einklang zu bringen, insbesondere eure Chakren. Denn je mehr ihr in Einklang seid, desto besser könnt ihr mit den Märzenergien umgehen. Aber es gibt noch viele andere Gründe, warum ihr eure Chakren und alle eure Körper in Einklang bringen solltet. Ihr lasst ständig Energien durch eure Körper fließen. Ihr versucht ständig, mehr herunterzuladen, mehr zu aktivieren und euch auf mehr einzustimmen, das auf euch zukommt. Wir sprechen von Energien, die ihr herbeigerufen habt, und von Energien, die einfach nur da sind, um euch zu unterstützen und die von oben gekommen sind. Wesen und Kollektive wie wir selbst wollen auch gechannelt werden, weil sie wollen, dass ihre Perspektive Teil der menschlichen Erfahrung und der menschlichen Bewusstseinsevolution ist. Wenn ihr eure Chakren öffnet und ausrichtet, wird euch das sicherlich helfen. Diejenigen von euch, die channeln wollen, es aber noch nicht können oder mit dem Channeln kämpfen, werden von den Februarenergien profitieren, weil sie sie ausrichten. Und mit dieser Ausrichtung kommt größere Klarheit, ein klarer zentraler Kanal und eine bessere Nutzung der Energien, die ihr bekommt. Wie wir schon sagten, empfangt ihr ständig Energien. Aber die Frage ist, seid ihr offen für sie? Seid ihr bereit für sie? Könnt ihr sie erden? Na gut, das waren mehrere Fragen, aber ihr versteht schon. Es ist aus vielen Gründen wichtig, die Chakren auszurichten. Und bei den Energien, die im März kommen, wird es dir sicher helfen, wenn du geübt hast, Energien mit höheren Frequenzen in deinen Chakren zu erden. Es wird immer ein Bedürfnis nach größerer Verbundenheit mit dem Nicht-Physischen und mit den Energien höherer Frequenzen geben. Daher ist diese Art der Ausrichtung, die im Februar stattfinden wird, immer etwas Gewolltes, etwas Notwendiges und etwas Kraftvolles. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was ihr tun müsst, um euch auf diese ausgleichenden Energien im Februar vorzubereiten. Es ist immer eine gute Idee, hydriert und geerdet zu sein. Aber besonders gut ist es, wenn ihr wisst, dass Energien kommen, mit denen ihr euch verbinden und die ihr durch euren physischen Körper laufen lassen wollt. Überprüft außerdem regelmäßig eure Chakren, um zu sehen, wo sie stehen. Spürt ihr, dass ein Chakra schwerer, dezentriert oder blockiert ist? Fühlt ihr viele Emotionen in einem Chakra? Das sind die Chakren, denen ihr eure Aufmerksamkeit schenken solltet und denen ihr liebevoll Licht und heilende Energien senden könnt. Ihr könnt auch eure Visualisierungskraft nutzen, um das betreffende Chakra oder die betreffenden Chakren auszurichten, zu öffnen, zu klären und zu reinigen. Und sorgt dafür, dass ihr euch viel ausruht, schlaft, entspannt, meditiert und Zeit in einem Zustand der Freude, Wertschätzung oder zumindest der Neutralität verbringt. Mit anderen Worten, fühlt euch so gut, wie ihr euch unter den Bedingungen, in denen ihr jetzt lebt, fühlen könnt. Und seid euch bewusst, dass immer mehr kommt, weil eure Gebete
immer erhört werden. Wir sind hier, um zu helfen, genau wie viele andere Teams, Kollektive, Räte und individuelle Wesen des Lichts und der Liebe. Indem wir euch dieses hochfrequente Kollektiv von Energien anbieten, arbeiten wir zusammen, um sicherzustellen, dass die Menschheit immer alles hat, was sie braucht. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.